Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich habe ein bisschen mit dem Terraforming gearbeitet, bzw. habe ich Wege gemacht, aber ich zeige euch das alles mal im Detail. Aber macht euch jetzt nicht zu viel Hoffnung, ich habe noch nicht so viel gemacht. Ich habe wirklich nur ein paar Wege hingelegt, ja? Also, das dauerte mich wirklich alles mega lang. So, Melinda, hast du heute was zu erzählen? Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist der Donnerstag, ja, es gibt keine Neuigkeiten. Na dann, viel Spaß, morgen ist auf jeden Fall Freitag, ja. Liebe Linde hat gar nichts mehr zu sagen hier. Warum habe ich dich überhaupt eingestellt in meiner Stadt? Du kriegst 300 Sternis pro Tag, um mir nichts zu sagen. Ach so, ich habe noch was anderes angezogen. Ich durfte nämlich gestern auf ein paar andere Städte reingehen, die alle eine Falle von mir haben wollten, damit sie das DIY dafür haben. Und bei denen gab es tolles Zeug. Zum Beispiel so eine Wepper-Uniform mit Mini-Zylinder, den ich sehr witzig finde. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwas Neues geholt. Hier, Influenza. Ist auch neu, Leute. Cool, oder? Mit so einer coolen Rotznase. Und auf jeden Fall eine YouTube-Kappe. Da ist auf jeden Fall dieses YouTube-Play-Symbol drauf. Fand ich auch sehr schön. Naja, heute werden wir auch wieder ein bisschen Terraforming machen. Habe ich Gutes in der Post drin. Ach hier, der Carlson hat uns auf jeden Fall eine Vogelspinne geschickt. Akademie des schönen Hauses. Hat mir wieder was gegeben, weil ich jetzt einen Dachboden habe. Stimmt, den kann ich auch gleich nochmal zeigen. Guido hat mir noch was geschickt, auch weil ich einen Dachboden habe. Danke, Guido. Was hat mir der PSI noch geschickt? Du richtest ja japanisch bei dir ein, dachte, du kannst damit was anfangen. Da bin ich sehr gespannt, was mir der Psych geschickt hat. Und die Nadine hat mir auch noch was geschickt, weil ich immer wie ein wildes Huhn auf der Insel rumrenne. Ein Radiorekorder, das haben wir von der Nadine bekommen. Ein Gong vom PSI. Danke, oh, ich liebe diesen Gong. Danke dafür jetzt wirklich. Ein Verstärker von der Akademie Schönhauses, glaube ich. Und eine Rockgitarre hatte ich leider auch schon mal. Das kommt jetzt alles in den Dachboden, der jetzt neu ist. Guck, da kann man jetzt hier am Anfang des Hauses gleich nach oben gehen. Und die Aziza war gestern nochmal da. Ich habe gestern leider keine Folge aufgenommen, weil ich keine Lust dazu hatte. Die hat mir tatsächlich einen Wüstenboden und eine Wüstenwand gegeben. Ist das nicht super krass? Und ich packe jetzt hier den Gong hin. Der passt zwar gar nicht in dieses Wüstensetting. Oh, eigentlich geht das voll. Und damit kann man nicht auch Bong machen, ne? Gefällt mir sehr gut. Danke, PSI. Was ist so ein Verstärker? Der passt wahrscheinlich gut zur Gitarre, oder? Ja, einfach ein ganz normaler Verstärker. Kann ich halt hier... Warum ist der so pink? Kann ich halt eigentlich gar nicht alles nutzen hier. Ich baue mein Haus zu schnell aus. Ich habe gar nicht so viele Sachen, dass ich das hier überall alles hinpacken könnte. Meine zweite Rockgitarre, why not? Und ein Radiorekorder haben wir auch noch bekommen. Oh, der ist hübsch. Das ist ein sehr schöner Radiorekorder, muss ich sagen. Kommt der in die andere Ecke? Haben wir hier zumindest ein bisschen Musik. Welche wollen wir denn nehmen? Vielleicht das neue Freudelied? Nein. Oder? Ist das so ein bisschen Wüste? Eigentlich nicht. Ach, scheiß drauf. Wir lassen das drin, weil es neu ist. Ja, also das Zimmer hier ist noch sehr langweilig. Wir gehen schnell wieder raus. So, erster Tagespunkt ist natürlich, ich möchte gucken, ob meine Blumen wieder weitergewachsen sind. Wir haben immer noch unsere blaue Pflanze hier. Okay, hier seht ihr jetzt auch schon ganz viel Neues. Hier oben hat sich leider auch wieder nichts getan, außer dass hier zwei... Oh nein, Buhu ist wieder da. Außer dass hier zwei Blumen gewachsen sind. Juckt kein. Ich habe hier so einen Holzweg hingetan, weil ich fand, das ist ein bisschen hübscher. Und auch diesen... Springbrunnen habe ich hier hingetan. Jetzt kann man hier zwar nicht so richtig auf dem Weg rumlaufen, aber ich fand das erstmal ganz schön. Und dieser Weg geht natürlich auch zu jedem Haus hin. Ich auch weiter hier runter. Wer wohnt hier nochmal? Die Bär. Das ist dieser Hundi. Die hat hier halt noch ihren komischen eigenen Weg vor ihrem Haus. Dann hat sie einen kleinen Weg zum Strand. Und nach links wieder den Holzweg weiter zu den anderen Leuten. Hier zur zur Pia. Und hier unten noch versteckt. Und natürlich auch noch der Rudolf, richtig. Hier haben wir auch noch einen Geldbaum, das ist ja richtig schön. Nehme ich doch gleich mal mit, ich habe wieder zu viel Geld in den Taschen. Mann, du, ich bin zu reich, immer dieses Influencer-Dasein. Oh, die Aki ist zu Hause, wir können endlich mal bei der Aki reingucken. Weil die ist ja japanisch eingerichtet und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die sich eingerichtet hat. Ich war noch nie bei ihr zu Hause. Oh, sieht das hier cool aus. So richtig, richtig schön. So richtig, richtig schön. Und das Ding will ich haben. Der Kram in mein Haus scheint es dir ja ganz schön angetan zu haben, Gosaimas. Aber zum Weltklasse-Athleten wirst du dich dadurch, dass du in meiner Bude alles hartnäckig anstarrst. Schenk mir das bitte, ich will das haben. Das da will ich haben. Ich will alles, ich will dein ganzes Haus übernehmen, bitte.
Die wollte auf jeden Fall ausziehen. Ich habe sie aber daran gehindert, weil Aki ist ja nun wirklich einer der coolsten Charaktere in meiner City. Aber das fand ich ein bisschen doof, dass sie gleich nach 2 Tagen weg wollte. Passt aber auch richtig gut, dass sie hier keine Musik hat. Einfach wegen dieser komischen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Wasserrutsche. Und den würde ich auch haben. Das ist so entspannt. Das ist halt so ein Bambusteil, das läuft voll mit Wasser. Und dann knallt das immer runter, wenn es zu schwer wird. Und sobald es wieder hinten aufkommt auf den Stein, macht das so ein cooles Geräusch. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Das ist so cool hier. Na gut, ich gehe dann erstmal wieder. Tschüss, Charlie und Aki. So, bei den anderen Häusern habe ich das natürlich auch gemacht. Hier allerdings mit Steinwegen, weil die sind näher an der City dran. Und je näher man an der City dran ist, kriegt man natürlich auch andere Wege. Der Rudolf singt zu Neue Horizonte mit. Und ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier halt mein Domizil ein bisschen angepasst. Und das ist richtig doof, Leute. Ich muss euch das erzählen. Hier war ja vorher eine Brücke, nicht wahr? Wenn ihr euch erinnert, genau hier war sie. Deswegen ist hier auch noch so ein bisschen Grünzeug. Das kann ich eigentlich mal wegmachen. Mache ich gleich. Die musste ich abreißen. Und jedes Abreißen in diesem Spiel dauert einfach einen ganzen Tag. Und ich hatte ja in der letzten Folge auch diesen Aufgang hier hingelegt. Hier in die Mitte. Wollte ihn... Der war hier. Hier war der, diese 2 Felder. Wollte ihn hier aber nicht haben, weil der muss halt hier in die Mitte. Und ich habe ihn noch nicht abbezahlt. Aber um ihn abzureißen, muss man trotzdem einen Tag warten. Man kann immer nur eine Sache pro Tag abreißen. Das ist richtig bescheuert, Leute. Also das wird hier richtig lange dauern. Erstens alle Personen wegzuschicken. Und zweitens die ganzen Aufgänge und sowas hier hinzupacken. Also das wird wirklich ultra lange dauern. So, und mein Plan, zumindest bis gestern, war noch, dass ich hier eine Brücke hinsetze, dass man da rüber gehen kann. Und hier auch noch eine Brücke rüber, dass man quasi so 2 Brücken hat, um da rüber zu gehen. Aber inzwischen, glaube ich, will ich das nicht mehr machen. Sondern ich glaube, ich werde das hier schließen. Ja, statt immer nur zu glauben, kann man es ja auch einfach mal machen, nicht wahr? Dann nehmen wir hier auf jeden Fall erstmal das Wasser weg. Was übrigens mega bescheuert ist, dass man das halt alles so einzeln machen müsste. Ich würde mir wünschen, dass irgendwie noch so ein Home-Designer-Kit rauskommt für die Stadt. Also für dieses Terraforming. So wie man das ja auch im Haus hat. Dass man dann einfach nach unten drückt und dann quasi so eine Obenansicht von der City hat. Dass man das nicht alles so einzeln machen muss. Aber egal. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das hier sind 4 Dinger, oder? Ich glaube, ich muss das alles nochmal ein weiter nach rechts machen. Oder alles ein weiter nach links. Wahrscheinlich eher ein weiter nach links. Denn hier ist schon sehr, sehr nah dran an meinem Rathaus leider. Ich hab meinen Plan wieder alles umgeändert, wie ich es eigentlich machen wollte. Und keine Ahnung, ich finde dieses Terraforming immer noch sehr, sehr schrecklich, muss ich sagen. Und die ganzen Häuser hier unten sind halt im Weg. Ich kann euch mal eine Grafik einblenden, wo ich aufgemalt habe, was ich vorhabe. Vielleicht erkennt ihr da ja irgendwas. Ach, und heute ist auch der letzte Tag, wo ich hier gerade so eine Kirschblüte fange für Kirschblüten. Ab morgen gibt es die anscheinend nicht mehr zu fangen. Heißt, ja, ist jetzt eh schon zu spät. Diese Folge kommt, nachdem die Kirschblüten weg sind. Also der 9. April ist der letzte Tag, wo man noch Kirschblüten fangen kann. Ja, bringt euch jetzt gar nichts, dass ich euch das sage. Aber jetzt wisst ihr es. Ist tatsächlich der erste Tag, wo ich hier eigentlich nichts kaufe. Jetzt habe ich zum 3. Mal diesen Mundschutz gekauft. Sicher ist sicher. Aber leider heute nichts Cooles. Hat Sina heute noch was anderes zu sagen? Ja, komm, Dizzy, entschuldige, ich kann wie üblich die Arbeit nicht unterbrechen. Wir sind ja nur zu zweit hier im Laden, da kann ich nicht einfach Pause machen, um zu plaudern. Ich hatte dir schon erzählt, dass in unserer alten Schneiderei auch Minna gearbeitet hat, nicht wahr? Sie ist sehr fleißig und hat sich als Modedesignerin sehr gemacht. Wir sind mächtig stolz auf sie. Jedenfalls ist es schon etwas traurig, dass wir jetzt wieder getrennt voneinander leben. Alter, okay, die erzählt voll viel. Ich glaube, dich habe ich das bisher nie gefragt, Dizzy. Wie geht's dir denn? Wie geht's gut? Minna schaut ab und zu mal vorbei, Fürsorge, Zufluchtsort. Okay, aber ich will hier natürlich noch was anderes machen. Nämlich möchte ich mir ein Design holen. Und es ist ein kleiner Totoro. Wer den Film kennt, der kennt bestimmt noch diesen Kleid-Totoro. Das ist auf jeden Fall mega süß. Deswegen musste ich den einfach haben. Und ich habe neulich das Wandelnde Schloss geguckt, was ja auch ein Ghibli-Film ist. Muss sein, Leute, das muss sein. Und noch ein zweites Design. Und das ist nämlich ein Mitarbeiter des Monatsschild. Fand ich auch sehr süß. So, und die Nooks sind natürlich Mitarbeiter des Monats. Heißt, das muss man auch zur Schau stellen. Die Mitarbeiter des Monats sind Nepp und Schlepp. Naja, was haben denn die Mitarbeiter des Monats diesen Tag so in ihrem Geschäft drin? Einen Schreibtisch. Gar nicht schlecht. Sehr teuer.
einen Lernschreibtisch für 7.100. Wer dann Computer drauf, dann wird das tatsächlich sehr gut passen. Und wenn er so teuer ist, dann ist das bestimmt auch ein sehr seltenes Stück. Muss ich kaufen. Und dieses Exit-Schild ist ja wohl auch der absolute Wahnsinn. Da ist eine Katze drauf. Wenn ich schon keine Katze in meiner City habe, dann doch bitte auf mein Exit-Schild. 810 Sternis. Schnabber nehme ich mit. Frag mich ja, wann die sich upgraden. Aber auch nicht so wichtig. Bitte, bitte. Tschüss, tschüss. So, damit haben wir die täglichen Sachen abgehakt. Also hier mit Ausgraben und sowas. Das mache ich nicht im Video. Damit will ich euch nicht nerven. Das habt ihr jetzt ja halt auch schon einfach 1000 Mal gesehen. Ach, ich habe noch was verändert. Mein Museum habe ich noch ein bisschen angepasst. Und zwar habe ich das Museum auch ein bisschen bepflastert. Guck mal hier, die ganzen Bambusdinger sind auch endlich rausgekommen. Holy shit, ist hier viel vergraben. Ich habe unter den... What the fuck? Ach so, das sind hier alles diese Bambussprossen. Ja, das macht Sinn. Ich habe unter den Blumen auch so eine Erde gesetzt. Das war auch durch das Bauarbeiter-Kit. Und ja, sonst habe ich hier halt alles bepflastert. Und ich habe vor... Guck mal, Euphemia ist da. Müssen wir auch gleich nochmal reden. Ich habe vor, hier ein paar fertiggestellte Fossilien auszustellen. Also hier zum Beispiel den Paryceropteryx. Keine Ahnung, wie der heißt, aber ihr kennt den, ne? Allein vom Tor so weiß man schon, was das ist. Und wenn er dann fertig ist, dann weiß ich nicht. Ich glaube, dann würde ich ihn hier hinten hinstellen. Und das halt auch noch auf die rechte Seite. Und dann stehen hier halt zwei Dinger. Oder ich habe mir überlegt, dass ich hier auf die rechte Seite vielleicht so eine Ausgrabungsstätte hinpacken könnte. Ich glaube, das könnten wir heute angehen. Weil an mein Haus traue ich mich irgendwie nicht. Wo ich übrigens auch zu dumm bin natürlich, Leute. Habt ihr mir aber auch in der letzten Folge schon gesagt. Wenn wir mal auf die Karte gucken. Also ich habe ja jetzt mein Haus, wenn man von rechts geht, auf das 1, 2, 3. X in der Mitte gepackt. Aber es ist gar nicht richtig die Mitte, sondern ich müsste noch mal ein halbes Feld weiter nach links gehen. Aber das alles, diese ganze Insel noch so ein Stück weiter nach links zu packen, ist wirklich der Overkill. Naja, wir reden erstmal mit Euphemia. Gibt's heute einen Meteorschauer oder was? Schönen guten Abend. In die Sterne liegt wieder ein Gedicht. Oh, fast vergessen, ich habe mir die Tage eine Anleitung für ein tolles Astronomieprojekt abgeschrieben. Darf ich es dir vielleicht geben? Klar, aber nicht schon wieder diesen Sternstab, oder? Gibt die einen jedes Mal was? Die war ja nun schon mal bei mir. Ein Schaukelwitter? Lol, nicht dein Ernst. Die gibt... Wie nennt man denn die Dinger? Stern? Bilder? Teile? Bin ich gerade dumm? Wie nennt man denn Sternzeichen? Die gibt ein Sternzeichen Sachen. Wir haben jetzt einen Schaukelwidder bekommen. Wie ein Schaukelpferdchen, aber halt ein Widder drauf. Man braucht Widdersplitter dafür? Und Golderz? Seid fucking ernst? Da bräuchte ich aber natürlich ein Capricorn. Eine schöne Steinbock-Sache. Aber anscheinend gibt es heute keine Sternschnuppen, wenn ich das so richtig sehe. Aber ich glaube, dann werde ich hier einmal kurz diese Ausgrabungsstätte hinbauen. Dafür müssen erstmal die ganzen Zäune weg. Das wird jetzt auch die nächsten Tage so sein, Leute. Ich werde hier mit dem Terraforming ganz, ganz viel bauen müssen. Weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich dabei kommentieren soll. Deswegen eventuell, wenn ihr jetzt noch zuguckt, meine Bitte an euch. Habt ihr vielleicht Zuschauerfragen oder sowas? Die ich dann, also ja, schreibt, wenn ihr welche habt, dann schreibt ihr einfach mal in die Kommentare rein. Vielleicht frage ich auch nochmal bei Twitter oder so. Oder im Discord nach, keine Ahnung. Dann könnte ich mir da ein paar raussuchen und die eventuell beantworten, während ich hier rumbaue. Weil das ist hier jetzt halt schon sehr repetitiv und ja, wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit kommentiere, ja, ich nehme jetzt hier dieses eine Ding weg und dann nehme ich das nächste weg und immer so weiter, das ist natürlich lame. Auch vielleicht als kleinen Tipp, Leute, wenn ihr so eine Kante habt und schnell Sachen wegmachen wollt, wenn ich jetzt hier einfach rübergehe, dann begradigt der die nur, beziehungsweise macht eine Kurve rein und... Da kann man vielleicht als Tipp sagen, dass man nur jeden zweiten wegmacht, weil dann macht er gleich das ganze Feld weg. Sonst müsste man für jedes Feld immer doppelt wegstreichen. Und das ist nervig, Leute. Ah, meine Idee geht gar nicht. Weil ich bin ja schon auf der untersten Ebene. Wie soll man denn auf der untersten Ebene noch ein weiter runtergehen? Ach, fuck. Du wirst halt das Museum alles ein weiter nach oben packen. Ich finde die Position des Museums eigentlich mega gut. Aber ich hätte halt eine Ebene weiter oben gerne. Aber dafür müsste ich das Museum wegpacken für einen Tag, also was erstmal einen Tag wieder dauert, dafür Geld bezahlen, dann hier alles eine Ebene höher machen und dann das Museum wieder raufpacken. Egal, Leute, wir machen das jetzt trotzdem. Wir machen meine Idee trotzdem. Und das Museum muss dann halt irgendwann nochmal hochgemacht werden. Das heißt, ich fülle es hier jetzt ein bisschen mit Erde auf. Sieht wahrscheinlich dann im ersten Moment richtig komisch aus. Aber das ist jetzt immer so. So, Grundriss steht. Dann könnte man da vielleicht noch was hinmachen. Und da... Damit das so aussieht, als wenn hier irgendjemand gebuddelt hätte. Vielleicht nicht so ganz symmetrisch. Aha, aha. Und dann kleistern wir den Boden
Warte, haben wir da irgendwas Gutes? Irgendwie so ein... Das sieht doch gut aus. Schwarzerdeweg, why not? Platsch. Platsch. Dann kleistern wir den Boden damit aus. Sieht jetzt natürlich alles noch sehr, sehr leer aus. Und hier oben müsste auch noch was gemacht werden. So. Jetzt fehlt da drin noch irgendwas. Irgendwie Fossilien oder irgendwas, womit man graben kann. Also vielleicht eine Schaufel oder so, wenn man da eine Schaufel platziert. Und dass das so aussieht, als wenn hier gerade irgendjemand arbeitet. Mal gucken. Schaufel. Die kann man ja zum Glück auch platzieren. So, dass man die wirklich sieht. Steht einfach in der Luft rum. Kann man das wenigstens so machen, dass das so aussieht, als wenn die irgendwie angelehnt ist? Warte mal. Okay, ich sammle mal ganz kurz ein paar Materialien, die hier so reinkommen könnten. Dann gucken wir weiter. Und ich glaube, ich brauche noch einen Zaun. Und überhaupt. So, alles klar. Ich habe jetzt ein paar Materialien geholt. Zum Beispiel so ein schöner Steinhocker. Da könnte man zum Beispiel eine Laterne draufpacken. Geht das? Aber man kann tatsächlich auf dem Hocker eine Laterne packen. Das ist ja richtig gut. So, damit die Leute da unten natürlich auch was sehen, ne? Und die wollen bestimmt auch noch mehr sehen. Deswegen habe ich auch noch eine Fackel mitgenommen. Eventuell ist das ein bisschen zu viel des Guten. Aber whatever. So, aber natürlich haben die ja auch einen Fund. Deswegen habe ich hier gerade nochmal ein paar... Geil, so ein Fußabdruck sogar. Ein paar Fossilien analysiert, die ich alle schon hatte. Oh ja, so ein schöner Fußabdruck. Was haben wir sonst noch? Ein Ankylosaurus Torso. Ist das vielleicht sogar das Ding, das ich da draußen habe? Das kann sein. Mega Zerob-Schädel. Die werden alle viel zu groß sein, um die hier abzulegen. Okay. Ist aber trotzdem zu groß, um sie hier zu platzieren. Mehr oder weniger. Kommt hier halt noch so ein bisschen Kleinkram hin. Oh, hier ablegen. Vielleicht noch ein Stein oder so. Und dann noch vielleicht so ein Fundort oder sowas. Also, dass da so ein paar X im Boden sind, fände ich, glaube ich, auch nicht so schlecht. Boah, hier, da ist schon die Schaufel. Die wollen also, die warten nur drauf, dass sie hier dann was ausgraben können. Und das Gute ist ja, man kann da reintun, was man will. Zum Beispiel auch einfach ein Ast. Heißt, ich nehme jetzt zwei Äste und vergrab das einfach. Und dann ist da trotzdem ein X im Boden. Ja, das ist doch sehr schön. Finde ich erstmal nicht so schlecht. Was meint ihr? Ganz hübsch. Außer, dass das hier jetzt halt ein bisschen random in die Welt reinplatziert aussieht. Wäre halt schöner, wenn das Museum auf derselben Ebene ist. Und oben müssen wir auch noch irgendwas machen. Einen Zaun drumherum ziehen oder sowas. Aber dafür habe ich noch nicht den richtigen Zaun. So ein Asia-Zaun wird hier halt gar nicht hinpassen, finde ich. Vielleicht passt die Eisenholzkommode hier oben besser hin. Die ist halt irgendwie zu schick. Archäologen lesen doch bestimmt auch viel, oder nicht? Ich dachte, die könnte hier vielleicht gut hinpassen. Aber irgendwie finde ich die ein bisschen zu hübsch, wenn ich ehrlich bin. Oh ja, das passt erstmal, oder? Sieht erstmal aus, als wenn hier Leute arbeiten, auf jeden Fall. Wenn das jetzt nicht einfach nur so ein Klumpen wäre, der da einfach so platziert worden ist, dann sehe das auch von außen besser aus. Können wir das vielleicht ein bisschen retten, indem wir einfach noch ein paar Plateaus dazu packen? Komm hier, wir versuchen das zu retten. So ganz zufrieden bin ich damit noch nicht, aber vielleicht sieht das auch einfach besser aus, wenn ich noch einen Zaun habe, weil Zäune machen alles hübscher, somehow. Gut, dann haben wir zumindest eine Sache heute geschafft. An mein Haus-Dings traue ich mich halt nicht dran. Aber ihr habt ja jetzt gesehen, was für eine Idee ich habe, wenn ihr meine Grafik da interpretieren könnt. Muss ich mir dann aber noch mal überlegen. Aber ich glaube, ich mache das tatsächlich dann wirklich so, dass ich hier dann doch das Gewässer abschneide. Das heißt, wir füllen das hier einmal alles auf. Könnt ihr euch das vielleicht auch besser vorstellen? Bisher habe ich halt auch noch das Problem, dass ich meine Flüsse eigentlich so lasse, wie sie waren. Aber an sich könnte man da ja auch alles verändern. Man könnte, glaube ich, sogar einfach einen Wasserfall erschaffen, oder? Ginge das nicht auch mit diesem Wassertool? Wenn man auf dem Plateau Wasser macht, müsste das doch eigentlich gehen. Ich probiere mal ganz kurz was, ja? So, theoretisch, wenn ich hier jetzt Wasser reinfließen lasse in der Mitte, dann müsste das auch einen Wasserfall ergeben, oder? Oder wie funktioniert das mit den Wasserfällen? Oh Gott, bitte lass das gehen. Ja, oh, Tatsache. Okay, dann funktioniert das ja tatsächlich so, wie ich dachte. Ich könnte mir hier so einen schönen Wasserfall hinbauen. Und dann wäre hier quasi die zweite Ebene. Ja, das finde ich, glaube ich, geil mit so einem Wasserfall. Das wirkt auf jeden Fall schon gleich ganz anders. Und dann könnte man links und rechts irgendwie mit einer Rampe hoch. Dann kommt hier die erste Ebene hin. Und weiter hinten kann man dann nochmal eine Ebene weiter hoch. Und hier hinten auf einer dritten Ebene dann. Also müsst ihr euch dann vorstellen, dass hier irgendwo nochmal ein Plateau hinkommt. Oh, geht das nicht? Wieso kann ich da nichts hinsetzen? Dahinter muss immer einer frei sein? Ach so, man darf nicht zwei Klippen übereinander packen. Okay, verstanden, verstanden.
Aber dass das alles hier dann die erste Ebene ist, die würde ich dann wahrscheinlich weiter nach vorne auch noch weitermachen. Und dass man dann von der ersten Ebene, wo ich so einen mehr oder weniger Zen-Garten reinpacken möchte, dass man durch den Zen-Garten durchgehen muss. Und dann landet man halt irgendwie hier, also da, wo ich jetzt markiere, da kommt dann ein Aufgang hin. Und dann kann man da hoch und da oben wäre dann mein Zuhause. Wie findet ihr das? Wie finde ich das vor allem? Ich muss da mal drüber nachdenken. Aber das mit diesem Wasserfall ist ja mega cool. Also, dass das funktioniert, finde ich sehr gut. Ja, aber müsste man mal überlegen. Also, von unten sehe das bestimmt ganz cool aus. Hier dann alles voll. Hier ist dann irgendwas. Und dann Treppe nach oben. Und dann noch eine Treppe nach oben, wo ich dann bin. Ja. Aber das wäre es dann für heute gewesen. Wird wahrscheinlich eine sehr kurze Folge sein, aber ich wüsste nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Ich werde jetzt jeden Tag so ein kleines bisschen daran bauen. Ich traue mich halt auch nicht so wirklich viel auf einmal zu machen, sonst sieht das am Ende doof aus. Dann bin ich in so einer kreativen Phase, wo ich einfach alles zerstöre. Und das will ich ja auch nicht. Deswegen lassen wir das erstmal so. Wir haben heute zumindest das Museum noch ein bisschen angepasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.